Hallo ihr Lieben und willkommen zu meiner ersten Partie als CM, als Candidate Master. Ich darf euch heute zeigen, wie ich meine erste Partie am Brett jetzt gespielt habe, nachdem ich diesen Titel nun innehabe. Ich habe ihn endlich für mich verbucht. Er steht offiziell auf den Seiten der FIDE und Deutsche Schachbund wird er sicherlich auch in Kürze eingetragen werden. Und ja, gucken wir uns mal an, wie sich das Ganze hier vonstatten gegangen hat. Wir sind in einen Kia gelaufen. Das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Und ja, wenn ich schon jetzt CM bin, dann muss ich natürlich trotzdem mich an meinen Kia halten. Das ist natürlich logisch. Daran ändert sich natürlich nichts. Heute mal mit einer etwas besonderen Zugfolge, was das Video vielleicht für euch mal in der Hinsicht auch eröffnungstechnisch schon spannend macht. Die meisten von euch stehen ja sehr auf den Kia, die hier den Kanal gucken. Und das ist auch gut so. Ist nach wie vor, finde ich, ein gutes Mittel. Heute sehen wir eine etwas ungewöhnliche Zugfolge und gucken mal, was daraus so entstehen kann. Zwar fangen wir heute über die sizilianische Zugfolge an. Gegner spielt E6. Und hier hatten wir ja schon diverse Videos und Material, wo es dann mit D3 weiterging, den eigentlichen Hauptzug, um dann hier den königsindischen Angriff einzuläuten. Ist auch eine gute Möglichkeit, ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt halt auch eine andere Möglichkeit, in den königsindischen Angriff überzugehen. Ein bisschen flexibler, hat verschiedene Kniffe, hat halt auch Vor- und Nachteile. Wenn ihr tatsächlich den klassischen königsindischen Angriff unbedingt spielen wollt, mit den üblichen Mustern und allem, was wir auf dem Kanal schon gesehen haben, dann müsst ihr natürlich bei D3 bleiben, damit ihr auf D5 immer die Möglichkeit Springer BD2 habt und grundsätzlich erstmal in diese Aufbaustruktur reinkommt, weil anders funktioniert es nicht. Und dann könnt ihr im Weiteren dann mit den typischen Mitteln G3, Läufer G2, Kurzrochade und so weiter und so fort, das kennt ihr ja alles, fortsetzen. In dieser Partie habe ich G3 gespielt. Was ist der Gedanke hinter G3? Der Gedanke hinter G3 ist eventuell in manchen Varianten frühes E5 tatsächlich zu spielen, wenn der Bauer attackiert wird. Das ist eine Option. Wie es nach dem Hauptzug D5 weitergeht, sehen wir gleich. Und ansonsten möchte Weiß eventuell, wenn Schwarz das zulässt, den Bauern halt mit Turm E1 später verteidigen. Also sagen wir mal, der Bauer wird nicht direkt angegriffen. Sagen wir mal, Schwarz spielt etwas wie dieses hier und möchte jetzt in so einen Aufbau übergehen. Dann ist der Bauer E4 ja nie angegriffen. Und dann kann ich halt versuchen zu sagen, alles klar, ich decke den halt auch erstmal nicht und versuche jetzt vielleicht zum Beispiel mit C3, D4 direkt zu spielen. Was ich ja sonst auch durchaus probiere, aber da habe ich vielleicht halt D3 schon gespielt. Und den Zug kann ich mir so vielleicht sparen. Kann jetzt versuchen, direkt C4 irgendwie zu machen. Und sollte der halt in irgendwelchen Stellungen mal angegriffen werden, je nachdem, wie Schwarz hier genau aufbaut, habe ich vielleicht Zeit, vorher halt G3, Läufer G2, Kurzrochade zu machen und könnte den dann halt mit Turm D1 decken. Das ist so die Hintergrundidee. Hängt halt, wie gesagt, aber natürlich konkret davon ab, wie Schwarz sich aufstellt oder was Schwarz halt macht. Deswegen kann man nicht direkt sagen, dass das mit jetzt direkt erfolgsversprechend ist. Es kann auch sein, dass es je nach Stellung nur zu Zugumstellungen halt führt. Da muss man sich halt ein bisschen rantasten, auf welche Varianten, welche Stellung einem da jetzt konkret gefallen oder was einem da eher weniger gefällt. Da muss man sich halt ein bisschen, ja, ein bisschen reinschauen. Ne? Also auf Springer F6 hier zum Beispiel könntet ihr auch durchaus in Erwägung ziehen, hier jetzt E5 zu spielen. Kommt ihr in ganz, ganz andere Stellungsbilder rein, aber es ist manchmal ganz schön, gerade wenn ihr gegen den Gegner schon öfter gespielt habt. So war das hier bei mir in dieser Partie nämlich der Fall. Mein Gegner ist nämlich ein IM. Allerdings hat er die Spielstärke eines IMs schon lange wahrscheinlich nicht mehr. Ist mittlerweile 81, müsste er sein, genau, das Jahr 1940, also 81 Jahre alt, zum Zeitpunkt, als wir hier die Partie spielen. Und ja, dementsprechend, er war mal, oder er ist natürlich IM, nicht der Titel. Genau wie mein CM jetzt bleibt ja ein Leben lang erhalten, also den verliert man ja nicht. Wenn ich einen bestimmten Titel da im Schach mal erreicht habe, dann behalte ich den mein Leben lang und muss den nie wieder abgeben. Auch wenn natürlich im hohen Alter, wie jetzt in diesem Beispiel, die Spielstärke so weit runter sinkt, dass der Titel eigentlich keine Bedeutung in dem Sinne mehr hat, was die Spielstärke, die aktuelle, angeht. Genau genommen hat mein Gegner hier eine Elo-Zahl von etwa 2160 oder so etwas um den Dreh, plus minus ein paar Pünktchen. Dementsprechend bin ich hier sogar mit meiner Wertungszahl hier der Favorit in dieser Partie. Ja, und wir hatten schon einige Partien die letzten Jahre hier in der Liga und dementsprechend wollte ich ihn halt hier mal ein bisschen
aufs Glatteis führen, wollte mal versuchen, andere Varianten auszuprobieren. Wir hatten da schon ein paar Begegnungen im Kia und da, ja, war ich jetzt nicht unzufrieden mit dem, was rauskam, aber ich habe gedacht, komm, vielleicht probierst du heute mal was Neues aus. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich war mit dem Ergebnis hier sehr, sehr zufrieden. Er setzt also fort mit D5. Das ist natürlich der Hauptzug und der, sagen wir mal in Anführungszeichen, kritische Zug. Das ist natürlich der Zug, mit dem ihr euch auf jeden Fall auseinandersetzen müsst, wenn ihr das überlegt, so zu spielen. Denn jetzt kommt ihr halt nicht mehr in die typischen Muster rein. Also ihr könntet hier natürlich immer noch irgendwie D3 machen, aber sowas hier ist natürlich nicht so erstrebenswert. Vor allen Dingen in dieser Konstellation macht das mit G3 und so eher weniger Sinn. Also das, ja, es sind natürlich Stellungen mit dem Damentausch und so. Das kann man natürlich alles spielen, ne? Das ist jetzt nicht per se irgendwie schlecht, wobei man hier schon genau gucken muss, so in der genauen Konstellation, ob das hier alles noch so in Ordnung ist oder wie sich das hier verhält. Aber so vom Grundsatz her kann man so natürlich spielen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich dann schon was Vernünftiges auf die Beine stellen. E5, das wisst ihr hoffentlich alle, das wollen wir hier auf keinen Fall spielen. Warum wollen wir das nicht? Na, zumal hat Schwarz sich noch gar nicht entschieden, wie er was machen kann. Und jetzt kann er natürlich immer irgendwann auf die lange Rochade spielen. Und dann ist das hier eher eine Schwäche tatsächlich, als irgendwie hilfreich. Das habt ihr in den diversen Videos schon gelernt. Das ist natürlich nicht die Option. Also wir nehmen hier tatsächlich raus auf D5. Ja, Dame nimmt ist natürlich sehr unattraktiv. Da kann man einfach Springer C3 spielen, auch wenn das alles, wie gesagt, jetzt die typischen Muster verlässt. Aber das ist logisch, dass man diese Dame hier einfach direkt attackieren kann und kann dann im weiteren Läufer G2 kurz Rochade spielen. Und der Läufer erfreut sich einer offenen Diagonalen. Das wird sicherlich ganz viel Spaß machen. Schwarz nimmt also mit dem Bauern wieder. Und Weiß besetzt nun mit D4 hier direkt das Zentrum. Und jetzt sehen wir schon, was sich hier früher oder später wahrscheinlich ankündigt. Es kündigt sich an, ein Abtausch dieser Bauern, in welcher Form auch immer. Und dann wird Schwarz hier mit einem Isolani überbleiben. Wir haben also mal ein ganz, ganz anderes Stellungsbild, was hier aus dem königsindischen Angriff her entstehen wird. Schwarz spielt Springer C6, durchaus logisch. Weiß spielt Läufer G2, möchte natürlich hier erstmal schnell zur Rochade kommen, bevor hier in der E-Linie vielleicht irgendwie nervige Schachs oder so auftauchen. Also jetzt so ein Schach kann man hier natürlich gut abwehren, da kann man einfach mit dem Läufer zwischengehen. Da passiert nicht besonders viel. Aber man muss natürlich trotzdem gucken, dass man hier mit seinem König erstmal rauskommt und der Läufer hier nimmt schon mal früher oder später diesen Bauern hier aufs Korn. Jetzt hat man allerdings ein paar Sachen, die es im normalen Kiel halt nicht gibt. Es gibt jetzt relativ schnell hier irgendwelche Zentrumsspannungen und man muss hier ein bisschen gucken, was hier los ist, und Schwarz versucht das auch direkt irgendwie auszunutzen mit Läufer G4. Das fesselt nun den Springer gegen die Dame und ja, macht halt indirekt dann natürlich Druck hier auf den Bauern D4. Der hängt nun für den Moment und ja, was soll Weiß hier jetzt tun? Passive Züge sind natürlich möglich. Ich kann natürlich hier sagen, alles klar, ich spiele jetzt hier C3 und decke den erst einmal. Allerdings, wenn ich da jetzt rausnehme, dann hat sich das zum einen mit dem Isolani erledigt. Zum anderen hat Schwarz hier ja sehr bequemes Spiel. Ne? Alle Figuren kommen vernünftig raus. Der Springer kann hier vernünftig hinterher. Eventuell sowas wie Läufer B4 Schach oder so. Und hier hat man irgendwie keine ernsthaften Schwierigkeiten als Schwarzer. Es ist größtenteils symmetrisch. Der Läufer hier, der auf D5 guckt, ist zwar ganz schön, aber ansonsten hat Weiß nicht wirklich viel, wo er sagen kann, alles klar, ich habe hier Vorteil aus den und den Gründen. Und daher brauchen wir hier was ein bisschen ambitionierter ist, was ein bisschen mehr Zucht dem Ganzen gibt. Und da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit. Und zwar ignoriert Weiß hier tatsächlich alles, was Schwarz macht, und spielt einfach kurze Rochade. Opfert hier einen Bauern, sofern Schwarz ihn denn nehmen möchte. Und das ist sehr komplex jetzt, was hier jetzt kommt. Und deswegen gucken wir uns das jetzt ganz in Ruhe einmal an, dass wir hier die Varianten verstehen, weil wenn ihr das tatsächlich mal in Erwägung zieht, dann solltet ihr speziell diese Zugfolge euch angucken. Alles andere so drumherum von Schwarz, was spielbar ist, ist eher zahm, aber das hier ist eine ganz konkrete, wichtige Zugfolge, mit der man sich auf jeden Fall dann auseinandersetzen muss. Ganz, ganz wichtig. In der Partie hat mein Gegner diesen Bauern nicht genommen. Damit habe ich tatsächlich auch eher gerechnet. Liegt einfach so ein bisschen am Spielertyp. Es ist nicht so der Taktiker mit Hau und Hau drauf. Von daher habe ich eher mit ruhigen Fortsetzungen hier gerechnet, weil Schwarz hat natürlich auch nicht direkt Probleme, nur weil dieser Isolani irgendwie entsteht. Also muss man da natürlich jetzt auch nicht direkt irgendwie was befürchten.
Aber ja, man könnte natürlich als Schwarzer einfach sagen, alles klar, ich nehme jetzt hier den Bauern weg und guck mal, was denn hier so los ist. Springer schlägt D4, die ein absolut logischer Zug. Was passiert? Weiß muss jetzt natürlich hier irgendwie energisch spielen und muss gucken, dass er hier jetzt irgendwie was rauskriegt. Er ist im Prinzip besser entwickelt. Schwarz hat nur diese beiden Figuren im Spiel, alles andere noch nicht. Der König ist noch da hinten, die beiden hier sind noch nicht entwickelt. Während Weiß zumindest schon mal die Rochade hat, den Läufer hier früher oder später auf der Diagonalen als Trumpf und natürlich hier auch ein Angriffsziel eventuell hat, das er verfolgen möchte. So ein Zug wie C3 oder so bringt hier natürlich nichts, diesen Springer aus dem Zentrum zu vertreiben. Dann würde Schwarz hier einfach mit Freuden einfach alles abtauschen und würde sagen, alles klar. Zack, zack, kurz Rochade und ich stehe sogar besser, denn Weiß hat absolut gar nichts dafür gekriegt. Also so klappt es natürlich nicht, sondern wir müssen hier schon irgendwie gucken, dass wir Drohungen aufstellen und uns hier irgendwas ausdenken. Es gibt zwei Züge, die hier durchaus interessant sind. Gucken wir uns mal zuerst Springer C3 an. Mit der Idee, nach Springer F6 hier mit Läufer G5 zu kommen, Läufer E7. Und jetzt zu sagen, alles klar, ich nehme hier jetzt einmal raus und nutze die Chance für Turm E1 Schach. Hier sollte der König ja wahrscheinlich einfach mal zur Seite marschieren und die Rochade ruhig aufgeben. Läufer E7 ist zwar möglich, ist aber eher nicht so attraktiv, weil es konkrete Probleme mit sich bringt. Denn nun kann man hier sehr, sehr stark H3 spielen und einfach seine Überentwicklung tatsächlich nutzen. Schwarz hat hier ja keine vernünftigen Möglichkeiten, hier vernünftig rauszukommen. Das ist alles ein bisschen blöd. Wenn man versucht, hier mal ganz dreist noch so einen Bauern einzuheimsen, dann wird das einem nicht so besonders gut ergehen. Denn nach Dame schlägt D5 hat Weiß hier doch sehr, sehr gutes Spiel im Ganzen gekriegt. Hier droht doch ziemlich viel. Und hier kommt man dann als ja, Schwarzer nicht mehr so gut raus. Hier hängt jetzt einfach zu viel. Und euch nach hier waren kurz auch alle sehr, sehr logisch aus. Klappt aber nicht wegen Dame schlägt B7. Jetzt hängt hier hinten die Qualle. Da hängt einer, das klappt also nicht. Und jetzt ist es halt auch anders schon ein bisschen zu spät, hier vernünftig rauszukommen. Weiß hat doch schon ja, zu viele Optionen. Vor allen Dingen Dame B7 ist halt sehr, sehr lästig. Und wenn man sich hier auf sowas irgendwie einlassen muss, dann sieht das auch nicht so besonders gut aus. Hier sind jetzt viele Züge wahrscheinlich stark. Läufer C6 oder irgendwas ist stark. Vielleicht auch einfach direkt auf A7 wegnehmen. Also, das sieht schon sehr gut aus, dass man hier mit einigem mehr rauskommt aus der Stellung und Schwarz hier doch große Probleme hat. Turm D1 sieht auch in irgendeiner Form dann gleich unangenehm aus. Also, ja, das macht nicht wirklich Spaß hier als Schwarzer. Das kann man so nicht machen. Der König bleibt dann hier im Zentrum stecken. Aber auch andere Züge sind hier übrigens nicht besser. Läufer E6 zum Beispiel. Mit der Idee vielleicht sagen, alles klar. Ich stoppe jetzt hier die E-Linie, dass hier nichts gegen meinen König passiert. Ja, hier könnte Weiß einfach auf D4 zum Beispiel zweimal nehmen. Jetzt fällt halt dieser Bauer euch, dass die Fesselung gebrochen worden ist. Und jetzt gibt es hier auch nur Probleme. Euch nach kurzer Rochade. Springer schlägt D5. Hat man plötzlich schon einen Bauern mehr als Weißer. Und das Läuferpaar kompensiert das nicht, zumal dieser Springer hier ein Riese ist und man wahrscheinlich eh hier gleich das Läuferpaar aufgeben muss wieder. Sonst fliegt es einem nur weg. Von daher haut das hier auch nicht hin. Also das ist alles hier sehr taktisch, sehr, sehr konkret. Das Ganze rausnehmen auf F3 ist auch keine Lösung. Aber wir tauschen hier einfach alles raus auf F3. Auch das ist keine Lösung, denn jetzt hängt der Bauer auf D5 wieder. Und D4 ist wegen Springer D5 und Verlust des E7 auch nicht möglich. Also kommt man hier einfach nicht raus. Also das Ganze ist sehr, sehr dynamisch, wie wir sehen. Ne? Weiß hat halt viele Ideen und am Ende wird er das halt irgendwie immer hier vernünftig wiederkriegen. Also muss man hier sich tatsächlich dann irgendwie auch König F8 einlassen. Und nun spielt man als Weißer allerdings trotzdem H3. Und wir sehen wieder die, ja, es geht wieder sehr typisch weiter, wenn der Läufer nach E6 zurückgeht.
Dann kann man hier auf D4 nehmen. Und nach Läuferschlägt D4 kommt einfach Dame F3 und Weiß kriegt hier auch wieder gutes Spiel. Jetzt hängt er aber auch auf D5 wieder. Schwarz muss sich früher oder später Gedanken machen, was mit seinem König und dem Turm hier passiert. Und ja, nicht nur praktisch, sondern auch objektiv sollte Weiß hier genug Spiel haben. Es ist aus Schwarz nicht sehr, sehr unangenehm zu spielen. Weiß muss natürlich gucken, dass er mit den genauen Zügen schon Druck macht. Das ist jetzt kein Freifahrtschein hier zur Stellung, aber ist schon nicht unproblematisch. Nicht so, dass man hier einfach sagt, ja, alles klar, spiele ich so als Schwarzer und läuft dann schon, sondern das ist schon nicht ganz ohne. Ja, und auf solche Komplikationen hatte mein Gegner hier halt, wie gesagt, keine Lust, wollte sich darauf nicht einlassen. Und wir sind auch noch lange nicht durch hier. Es gibt hier noch weitere interessante Sachen. Wir können mal noch in eine Variante reingucken, die hier möglich ist. Wir noch in eine Variante reingucken, die hier ebenfalls noch möglich ist für Weiß nach Springer schlägt. D4, die wahrscheinlich auch die stärkste ist, noch stärker als Springer C3 und die auch schon von Magnus Carlsen gespielt wurde, und zwar Dame E1 Schach. Hat jetzt die Idee, wenn der Gegner hier mit Läufer E7 fortsetzt, das ist der logische Zug erst einmal, dann kann man hier auf D4 jetzt nehmen und spielt hier Dame E5 und greift jetzt hier diese ganzen Bauern an, die jetzt hier alle in der Gegend hängen. Springer F6 ist die logische Folge. Dame schlägt D4. Kurze Rochade. Springer C3. Läufer E6. Läufer E3. Und die weiße Stellung ist auch hier wieder ganz angenehm. Hier geht es natürlich auch wieder gleich konkret zur Sache. Weiß wird versuchen, diesem Isolani hier auf den Keks zu gehen mit verschiedensten Zügen und ja. Sieht ganz, ganz hübsch aus. Wie gesagt, das wurde auch schon von Magnus Carlsen hier mit Weiß gespielt. Auch der hat diese Zugfolge exakt so, wie wir sie jetzt hatten, hier aufs Brett schon mal gestimmt. Also auch das ist hier tatsächlich möglich und ist gut spielbar. Weiß ja hat natürlich hier die Qual der Wahl. Ich hätte mich wahrscheinlich auch hier für die Dame E1-Variante entschieden, aber es geht halt auch anders. Also auch die anderen Varianten sind jetzt hier nicht so von Hand zu weisen. Ist nicht so, dass Weiß dann nicht ausreichend Spiel für kriegt, zumindest für unser normales Niveau. Für den Weltmeister mag das vielleicht etwas anders ausschauen, aber der kennt das natürlich auch wieder wesentlich tiefer, als wir das hier tun. Genau, also es ging eine kurze Rochade weiter und mein Gegner spielte hier Läufer D6, wollte sich nicht auf diese ganzen Komplikationen einlassen. Und ja, jetzt ist es hier wieder an mir, irgendwas Gutes zu finden. Ich habe erstmal auf C5 genommen, habe das jetzt ja, die Isolani-Stellung forciert und habe jetzt gedacht, alles klar, jetzt macht auf jeden Fall H3 als erstes einmal Sinn. Warum H3? Naja, der Gegner muss sich jetzt halt entscheiden, wohin es mit diesem Läufer geht. Früher oder später werde ich als Weißer eh H3 machen müssen, werde versuchen, diesen Läufer irgendwie zu einer Entscheidung zu zwingen. Und jetzt hat er halt möglichst viel Spielraum und kann sich aber auch eventuell falsch entscheiden. Und vor allen Dingen habe ich mich noch nicht festgelegt mit meinen Figuren. Ich kann noch entscheiden, ob ich hier Springer C3 mache, aggressiv gleich auf den D5 gehe, ob ich Springer D2 ein bisschen positioneller mache, wohin dieser Läufer hier irgendwie eines Tages geht, ob ich Turm E1 Schach jetzt irgendwann mache oder später oder wann auch immer. Und so habe ich halt möglichst viele Optionen und kann halt darauf reagieren, was er macht und wofür er sich mit seinem Läufer entscheidet. Er entscheidet sich für Läufer A5. Ja, auf F3 nehmen war natürlich keine interessante Option. Von daher ist das durchaus logisch. Allerdings habe ich jetzt eventuell taktisch immer mal die Möglichkeit, hier G4 einzuflechten und diese Fesselung jederzeit mal zu brechen, wenn ich das denn möchte. Das kann taktisch ja durchaus immer mal wieder eine Rolle spielen. Ja, in Isolani-Stellungen gibt es einen relativ vereinfachten Plan, den man für die meisten Isolani-Stellungen so runterbrechen kann. Und der besteht aus drei Phasen und das sind jetzt drei Phasen, die in der Partie hier auch wirklich ja, im Prinzip durchgeführt werden. Als erstes ist immer erstmal Hemmen angesagt. Hemmen bedeutet nichts anderes, als dass dieser Bauer nicht vorwärts marschiert. Das ist das allererste, was ich verhindere. Also ich werde gucken, dass ich mit meinen Figuren mich auf das Feld D4 konzentriere, damit er nicht die Möglichkeit hat, mit diesem Bauern irgendwann mal vorzupreschen. Wie mache ich das? Naja, ich muss natürlich möglichst viele Figuren hinkriegen, die das Feld D4 kontrollieren.
Eine Figur scheidet dabei von vornherein aus. Das ist natürlich der weißfeldige Läufer. Der kann nicht dabei sein. Alle anderen werde ich jetzt auf dieses Feld konzentrieren. Wie kriegen wir das hin und wie kriegen wir das am besten hin? Ganz typisch ist hier Springer D2. Das ist auch in der Partie hier mein Zug. Der Springer soll nach B3. Steht da relativ sicher. Gewinnt ein Tempo auf den Läufer, der da geschlagen hat. Der muss sich dann einmal entfernen und der Springer hat dann sehr gute Kontrolle über das Feld D4. Und als nächstes halt C3. Der Bauer muss natürlich auch mithelfen. Jetzt haben wir schon mal so viel Kontrolle etabliert, dass der Vormarsch des Bauern erstmal nicht so leicht möglich ist. Das ist Schritt 1. Das ist das sogenannte Hemmen dieses Bauerns. Schritt Nummer 2 ist dann das Blockieren. Also das nächste Schritt ist tatsächlich eine Figur auf D4 fest zu etablieren. Im Idealfall häufig ein Springer, der da halt wirklich Platz nimmt und diesen Bauern weiter am Vormarsch hindert und dann auch Stück für Stück anfängt, die Felder drumherum unter Kontrolle zu bringen. In dieser Aufstellung finde ich das mit dem Isolani eigentlich sehr hübsch aus weißer Sicht, denn man kann alle seine Figuren hier sehr gut auf D4 konzentrieren. Die letzte Figur, die jetzt quasi noch fehlt, ist dieser Läufer. Der möchte natürlich gerne auch Kontrolle über D4 erlangen und der einfachste Weg ist es, über E3 zu machen. Dabei wollen wir natürlich unsere Bauernstellung schön intakt behalten, also fangen wir an mit Turm E1. Turm steht auf einer offenen Linie, sowieso sinnvoll, auch wenn der König da jetzt nicht mehr da ist. Und im nächsten wollen wir hier mit Läufer E3 diesen Läufer. Meine Maus möchte hier nicht so richtig mitmachen. Wollen wir halt diesen Läufer natürlich abtauschen und die Kontrolle über D4 somit verstärken. Schwarz spielt hier jetzt F6. Ein interessanter Zug. Der hat seine Vor- und seine Nachteile. Eventuell kann Schwarz mal Springer E5 spielen und versuchen dort einen Springer hinzustellen, versuchen den Springer nach C4 zu kriegen. Das ist mal eine interessante Option. Zum anderen Läufer F7 vielleicht früher oder später mal neues Rückzugsfeld für den Läufer zu schaffen, um auch den Bauern auf D5 zu stabilisieren. Hat natürlich den Nachteil, dass er das Feld E6 zum einen schwächt und auch diese Diagonale irgendwie schwächt. Das kann natürlich früher oder später mal eine Rolle spielen. Von daher der Zug F6. Bisschen zweischneidig, wäre nicht unbedingt der Zug, den ich unbedingt machen würde, aber wie gesagt, hat durchaus seine Logik dahinter. Ich spiele jetzt natürlich Läufer E3 und ja, jetzt sieht das soweit ganz gut aus. Jetzt bin ich tatsächlich in den nächsten Zügen eigentlich bereit, dieses Feld unter Kontrolle zu bringen, da eine Figur hinzustellen und dann müssen wir natürlich mal konkret weiter gucken, wie das in Etappen so weitergeht. Das wäre dann Schritt 2 von 3 aus diesem Plan und der letzte Schritt ist dann ganz einfach. Der letzte Schritt heißt einfach dann Vernichten dieses Isolanis. Und auch dem werden wir uns hier widmen. Ja, ich war jetzt nicht sicher, was mein Gegner hier am besten tun sollte, wie er seine Figuren aufstellen soll. So ein Turm auf der E-Linie ist natürlich so eine Sache. Allerdings ist immer die Frage, ob das wirklich irgendwie was bringt. Eigentlich müsste er halt versuchen, diese Vorpostenfelder irgendwie zu besetzen und da irgendwie draus zu machen. Also so eine logische Folge wäre eigentlich Springer E5 oder sowas. Das würde hier halt mit am meisten Sinn machen, was das angeht. Allerdings ist das jetzt konkret ein bisschen schwierig, denn hier hätte er einfach das Problem, dass jetzt diese ganze Schwächung hier dann doch zu viel ist in Kombination mit G4 wahrscheinlich. Also nach, weiß ich nicht, erst Läufer B6 oder erst G4 hätte er hier vielleicht ein Problem. Vielleicht sowas. Und das sieht dann irgendwie schon ein bisschen sehr suspekt aus hier, das Ganze. Ich glaube irgendwie nicht, dass das hier so gut endet. Man hier irgendwie ein Problem vielleicht und es schaut irgendwie komisch aus. Also, ich meine, vielleicht geht es erstmal noch, aber hier ist doch schon eine Menge Druck jetzt auf der Stellung, was hier jetzt ist. Ne? Ich muss jetzt hier damit E4 einmal anflechten, damit es hier auf der Diagonalen keine Probleme gibt. Aber ansonsten, ja. Schaut das hier schon sehr gut aus für Weiß. Und daher Springer E5 vielleicht keine gute Wahl. Ja, vielleicht einfach Turm E8. Aber wahrscheinlich steht Weiß einfach schon deutlich besser hier in dieser Stellung. Hat einfach das deutlich klarere Ziel, das deutlich klarere Spiel. Und Schwarz hat in dieser konkreten Stellung einfach sehr wenig für den Isolani vorzuweisen. Normal müsste man halt, wie gesagt, und Springer jetzt hier auf C4 haben, das wäre schon sehr lästig. Ne? Der würde hier den attackieren, würde den vielleicht attackieren. Auch ein Springer auf E4
würde zumindest schon mal viel Stabilität geben und vielleicht Gegenspielmöglichkeiten in welcher Form auch immer ermöglichen, aber das ist halt alles nicht der Fall und so steht Schwarz halt hier relativ passiv rum und hat halt wirklich nur diese Schwäche, an die er im Prinzip gebunden ist. Also ist eine sehr gute Konstellation aus weißer Sicht. Mein Gegner hat für mich jetzt hier sehr überraschend auf E3 genommen. Das, ja, fand ich so ein bisschen sehr widerstrebenswert, weil ich schlag natürlich mit dem Turm und habe meine Stellung nur wieder ein Stückchen verbessert. Ich spielte jetzt hier danach direkt am B6. Wie gesagt, auch nicht unlogisch in dem Sinne, aber schon so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt hast du ihn auf jeden Fall ganz gut im Griff an dieser Stelle. Und mit dem Zug Dame B6 bot er hier nun auch Remis. Für mich hier natürlich überhaupt keine Option, weil Weiß steht hier eindeutig besser und es ist halt nur die Frage, wie man jetzt am besten hier irgendwie was aus dieser Stellung macht. Und das ist eine sehr spannende Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und ich habe jetzt hier nach weiteren Möglichkeiten gesucht, mir irgendwie Vorteile zu verschaffen. Wie gesagt, der nächste Plan wäre eigentlich, das Feld D4 tatsächlich zu besetzen. Und deswegen habe ich natürlich darauf hier mein Hauptaugenmerk gerichtet und habe geguckt, alles klar, wie mache ich das denn hier und wie kriege ich denn hier einen Springer auf D4 etabliert. Problem ist natürlich, dass hier der Bauer auf B2 dann immer hängt, weil der von der Dame irgendwie beäugt ist. Und jetzt muss man natürlich irgendwie Mittel und Wege finden, das irgendwie zu beheben. Und eine Idee, die mir da kam, die auch für diese Art von Stellung relativ typisch ist, ist erstmal der Einschub von A4. Ich plane hier eventuell A5, die Dame dann zu vertreiben. Das möchte er natürlich nicht zulassen. Zum einen könnte ich dann versuchen, das Feld C5 vielleicht für meinen Springer zu nutzen. Das wäre hier natürlich konkret durch den Zug F6 schon sehr, sehr lästig. Zum anderen kann ich natürlich vielleicht überlegen, mit A6 weiter vorzustoßen. Habt auch da weitere Möglichkeiten. All das sollte hier natürlich von Schwarz erstmal unterbunden werden. Das kam auch in der Partie. Das hat allerdings den Nachteil, dass ich hier nun ein Feld habe, was ich sehr, sehr gut nutzen kann. Und das gibt jetzt hier auch viele taktische Möglichkeiten. Und deswegen kam jetzt an dieser Stelle Springer nach D4. Der Bauer auf B2 bleibt hier einfach hängen, aber dieser Bauer ist vergiftet. Wenn Schwarz den Versuch direkt zu nehmen, dann schnappt die Falle zu Springer B5. Der Springer ist hier einzementiert und jetzt hat Schwarz keine vernünftige Verteidigung mehr gegen den Zug Turm E2 mit Gewinn dieser Dame. Die Dame kommt nicht zurück, hat keine Möglichkeit hier irgendwie auszubrechen. Die Felder sind alle gedeckt. Alle gedeckt und der Springer, ganz wichtig, deckt C3. Der Springer ist gedeckt vom Bauern. Alle Felder gedeckt und es gibt keine Verteidigung mehr gegen Turm E2. Und ja, das ist der Grund, warum der Bauer so erstmal nicht zu nehmen ist. Ja, auf F3 oder sowas nehmen bringt halt auch nichts. Das ändert nichts an dem Problem. Und ansonsten, ja, muss man sich jetzt natürlich damit beschäftigen als Schwarzer, was man hier so macht. Wenn Weiß jetzt erstmal die Zeit hat und Schwarz nichts speziell macht, kann man natürlich darüber nachdenken, den Springer trotzdem nach B5 zu stellen und direkt diese ganzen Ideen hier irgendwie rauszunehmen. Man kann natürlich auch taktisch vielleicht versuchen, irgendwie weiterzuspielen. Aber grundsätzlich ist es erstmal sehr attraktiv, den Springer hier natürlich zu haben und alles zu blockieren. Worauf man noch kommen könnte, das ist auch das, was jetzt in der Partie kam, was die kritische Variante wahrscheinlich ist, ist halt hier erstmal auf D4 zu nehmen. Und hier ist ein interessanter Punkt. Hier könnte man durchaus überlegen, als Weiß, ob man hier sagt, als gleich nehmen wir jetzt hier auf E7. Ich fand es nicht so attraktiv, einfach so mehr vom Gefühl her, als dass ich jetzt wirklich sagen kann, so und so ist es ganz konkret. Ist ein bisschen komplizierter zu sehen. Vielleicht ist Springer C6 einfach ganz in Ordnung. Und ich könnte zwar hier diesen Bauern mit Schach nehmen, allerdings funktioniert das taktisch nicht wegen Läufer F7. Und jetzt hängt halt die Dame und der hängt halt. Und daher kann man den halt direkt wahrscheinlich nicht vernünftig nehmen. Und nach dieser Zugfolge, ja, ist halt die Frage, wie aktiv und wie störend ist halt dieser Turm. Der Läufer hat sich nach F7 zurückgezogen, deckt halt den Bauern erst einmal und man müsste jetzt irgendwie konkret was weiterfinden, dass man hier irgendwie weiter
Druck draus macht. Als Weißer, sonst holt man hier einfach nichts raus. Wenn sich das jetzt gleich hier auflöst mit Turm D8 oder so, dann hat man hier nichts gewonnen und ja, da müsste man jetzt schon noch ein bisschen mehr finden und gucken, was hier noch so rauskommt. Aber das ist jetzt hier schwer zu sagen. Hier habe ich auch nicht weiter gesehen, wie es irgendwie weitergehen soll. Von daher habe ich das an der Stelle gelassen und hatte mich hier auf Dame D4 von vornherein sogar fokussiert. Ja, was soll Schwarz machen? Schwarz hat nur eine sinnvolle Option. Alles andere ist irgendwie direkt schlecht. Wenn man jetzt hier die Damen noch tauscht, dann ist das sofort mittelschwere Katastrophe. Springer schlägt zurück und jetzt hängt alles. Der Springer hängt, der Bauer wird danach hängen und das lässt sich hier auch nicht mehr vernünftig verteidigen. Wenn hier irgendwie der Turm E8 kommt, dann kommt hier einfach nur die Fesselung und man bricht hier gleich zusammen. Sagen wir König F7, um das jetzt irgendwie hier zu verteidigen. Und jetzt gibt es aber einfach nur die Option, zum Beispiel Springer B5 direkt. Das ist schon sehr tödlich. Droht hier, droht da. Und das geht dann hier gleich mal richtig in die Binsen. Also keine Ahnung, Springer 5, um das jetzt irgendwie zu decken. Aber das läuft dann wieder ins nächste Problem rein. Dann ist man hier am Ende des Tages in diese Gabel. In diese Gabel gerannt, das klappt also hier nicht. So haut das Ganze nicht hin. Da hat Weiß dann einfach viel, viel zu viel Spiel. Also Damentausch kann man nicht machen. Das Einzige, was hier als logischer Zug bleibt, ist jetzt halt wirklich diese Variante hier auf B2 zu nehmen. Und jetzt wird es für Weiß halt irgendwie spannend. Ich hatte diese Stellung und war jetzt am Überlegen, habe gesagt, alles klar, du musst hier irgendwie ganz deutlich besser stehen. Hier muss es eine sehr gute Variante für dich geben. Was an dieser Stellung sehr problematisch ist aus weißer Sicht, ist, man hat so viele interessante, verlockende Optionen. Man hat natürlich immer noch Motive zu sagen, ich jag diese Dame hier. Man hat auch andere Motive jetzt, wie zum Beispiel die Überlastung dieses Springers, der Bauer auf D5, der dann verloren geht. Die Dame hier hinten ist nie so wirklich sicher irgendwie. Die kann immer wieder irgendwie in Bedrängnis kommen. Und ich hatte hier halt eine ganze Reihe von Kandidatenzügen, wo ich gesagt habe, mit denen ich hier fortsetzen kann. Es ist sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr schwer zu sagen, was hier am Ende des Tages das Beste ist. Und man wird hier wahrscheinlich eine ganze Zeit brauchen, das Stück für Stück in Etappen rauszufinden und zu gucken, was hier tatsächlich die beste Variante ist. Eine Idee, die ich hatte, war Dame D1. Mit der Dame jetzt hier den Turm zu decken. Sieht auf ersten Blick ein bisschen passiv aus. Hat allerdings den Vorteil, dass alles hier zuverlässig gedeckt ist und hier halt immer noch der Springer hängt. Und zumal drohen halt noch andere Ideen. Wie zum Beispiel mit dem Turm jetzt hier wieder einzudringen und hier lang zu kommen. Der Bauer auf D5 ist immer noch eine Schwäche, ist immer noch ein Problem. Ist halt alles sehr konkret, sehr taktisch. Gibt auch die Idee, vielleicht hier mit C4 irgendwie mal noch rumzufuhrwerken. Also, es ist nicht ohne. Also, es ist eine interessante Idee. Andere Idee wäre natürlich gewesen, diesen Turm zurückzubeordern. Und jetzt vielleicht dann so zu drohen oder vielleicht auch so zu drohen. Auch das ganz interessant. Allerdings war mir hier nicht klar, wie es nach Läufer G6 am besten weitergeht, was dabei rauskommt. Es wird erstmal den Läufer das ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, wird halt diese Turm B1 Sachen erst einmal rausnehmen und war mir halt nicht so klar, was dabei rauskommt. Logisch sieht irgendwie sowas aus wie Springer H4. Und jetzt vielleicht hier auf diese Art und Weise den Bauern abgeben. Irgendwie sowas in der Richtung, aber ja, sah mir irgendwie nicht so erstrebenswert aus. Der Bauer hat sich jetzt, der Solani hat sich jetzt irgendwie aufgelöst. Und ansonsten, ja, der Springer steht jetzt hier komisch am Rand. Aus den Diagonalen kann man nicht wirklich was machen. Der Turm hat sich auf E1 zurückgezogen, stand auf E3 eigentlich schon für andere Manöver ganz gut. Und nee, sah irgendwie nicht nach dem richtigen Weg aus, obwohl die Idee Turm E1 so grundsätzlich mir doch ins Auge sprang. Ich habe mich für einen anderen Zug entschieden, den ich einfach als
als deutlich logischer empfunden habe. Und zwar Turm AE1. Jetzt hier die Türme auf der E-Linie verdoppeln. Den Springer hier definitiv vertreiben. Der ist nun zweimal angegriffen, nicht gedeckt. Der muss also nun auf jeden Fall weichen. Einzig logisches Feld ist nach C6. Jetzt kann man hier halt die Damen, kann man hier den Bauern verhaften. Läufer geht nach F7. Und jetzt hatte ich einen Zug erspäht, auf den ich jetzt hier meine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Und zwar war das Dame B5. Mit der Idee, jetzt einfach die gegnerische Konstellation jetzt hier zum Bruch zu bringen. Die Dame, wie ich vorhin schon gesagt, ist ja hier immer noch nicht sicher, befindet sich immer noch so ein bisschen in den weißen Gefilden. Und Weiß hat jetzt immer noch die Initiative hier. Hat die E-Linie gut unter Kontrolle, hat vielleicht Möglichkeiten, da mal was zu machen. Und für Schwarz ist jetzt die Frage, was macht er hier mit seiner Dame? Wie bringt er die jetzt hier irgendwie mal in Sicherheit? Damentausch ist keine gute Option. Einfach an konkreten Problemen. Dieser Springer hat nämlich überhaupt kein vernünftiges Feld im Moment. Der würde gerne nach E5. Das kann er aber nicht, weil der Springer noch hier ist und das einfach einen Bauern kosten würde. Und jetzt, ja. Könnte man sogar den noch nehmen und der würde wahrscheinlich später noch hinterherfallen. Also das ist halt hier alles keine vernünftige Option. Nicht? Und der Bauer fällt nun im nächsten auch noch wieder hinterher. Das kann man also nicht machen. Ja, und ansonsten sieht das irgendwie sehr doof aus. Diese Felder hier stehen auch nicht zur Verfügung wegen des Bauern auf C3. Dahin geht es nicht, da hängt man einfach nur. Also muss man sich irgendwie zwischen dem hier allem entscheiden. Und das ist natürlich alles andere als attraktiv. Der Springer steht hier im Zweifelsfall sehr, sehr passiv. Und ja, selbst so ein einfacher Zug wie Springer D4 hier schaut zumindest optisch schon mal sehr, sehr gut aus. Ob da nun wirklich viel bei rauskommt, steht wieder auf dem anderen Blatt. Vielleicht ist das gar nicht so stark, wie das auf den ersten Blick ausscheint, weil zumindest alles erstmal verteidigt ist. Der Bauer ist verteidigt, die direkten Einbrüche und Ideen sind verteidigt. Der hier ist vielleicht auch früher oder später gar nicht mal so ohne, also da muss man als Weißer schon aufpassen. Aber zumindest so aus menschlicher Sicht ist das doch schon sehr, sieht doch schon sehr komisch aus. Das ist doch was, was ich auf jeden Fall gerne vermeiden möchte. Ne? Das ist soweit doch ziemlich klar, dass ich das hier nicht spielen möchte. Ja, wohin dann mit der Dame? Das ist hier die spannende Frage, wenn ich da halt nicht tauschen will. Ich möchte natürlich auch den B7 nicht einfach abgeben, also bleibt dann nur noch Dame B3. Jetzt ist der Bauer halt indirekt gedeckt. Der Damentausch hier ist nicht direkt ein Problem. Ich könnte zwar versuchen, hier über die B-Linie und an den B7 ranzukommen. Allerdings hängt auch der A4 hier, von daher ist das eher unproblematisch für Schwarz, denn dieser Bauer ist natürlich nun ja, deutlich gefährlicher als der hier und ist definitiv auch keine Schwäche. Also das ist nicht im Sinne von Weiß hier gewesen. Nein, ich möchte jetzt einfach meine Figuren umstellen und versuchen, meine Figuren noch besser hinzubekommen. Und dazu hatte ich hier den Plan Springer D2. Versuche jetzt hier meinen Springer auf bessere Felder zu kriegen. Und ja, Schwarz hätte vielleicht jetzt auch B5 nehmen können. Denn jetzt ist natürlich der Unterschied da, dass der Springer jetzt nach E5 kann. Und ja, das ist vielleicht hier eine ganz gute Option. Ist halt die Frage, wie es hier genau nach F4 mit allem weitergeht. Ob Weiß hier die Oberhand behält oder ob das ganz okay ist für Schwarz. Könnte aussehen wie folgt. Vielleicht irgendwas wie sowas. Und jetzt, ja, müsste man halt noch sehr konkret weitergucken, wie es irgendwie weitergeht. Ist so schwer einzuschätzen, aber sah doch ganz okay aus. Vielleicht kann man hier in dieser Situation auch Springer A7 jetzt spielen. Und zu sagen, alles klar, der Bauer hier ist irgendwie schlecht zu decken. Und wenn sich das hier alles auflöst, bleibt der vielleicht wieder als Trumpf irgendwie da. Also auch das könnte hier eine Option sein. Weiß hat jetzt halt nicht mehr den natürlichen Zug Springer D4. Der Springer steht jetzt hier für den Moment zumindest erst einmal nicht so gut, hat nicht so viele aktive Optionen. Und es könnte sein, dass Schwarz das so halt mit Gegenspielern versuchen kann zu nutzen. Aber
Wie gesagt, alles nicht so ganz klar. Mein Gegner ließ die Dame hier auf dem Brett, spielte hier Dame A2. Das sah ich mit Freuden und jetzt war mein Plan halt Springer E4. So kam es halt auch in der Partie. Und der Springer möchte jetzt entweder nach C5 oder halt nach D6 und jetzt hier mit die Schwächen mit aufs Korn nehmen. Und ja, dann wird auch die Diagonale eventuell zum Problem. Also Schwarz hat hier noch ein bisschen was auszustehen. Spielt jetzt hier Turm D8. Und ich habe hier den Zug Turm E2 eingeschoben. Ich hätte natürlich direkt hier irgendwie Springer C5 oder irgendwas machen können. Aber ich muss natürlich gucken, dass mein Gegner hier kein unangenehmes Gegenspiel entwickelt. Das wollen wir natürlich nicht so einfach zulassen. Von daher habe ich hier gedacht, zumal nicht mehr so viel Zeit war für uns beide, habe ich gedacht, ich schiebe hier den Zug Turm E2 ein, nehme jetzt die zweite Reihe unter Kontrolle, treibe die Dame hier weg. Dame ging hier nach C4. Und ja, hier wäre wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit gewesen, die Damen zu tauschen auf diese Art und Weise und jetzt mit Turm B2 fortzusetzen. Was mich hieran stark gestört hat, ist, ich dachte, alles klar, jetzt kommt ja irgendwie Turm E8 und jetzt droht ja hier irgendwie F5. Und was ich nicht gesehen habe oder zu spät realisiert habe, ist, dass F5 gar kein Problem ist. Denn ich kann hier in dieser Stellung einfach Turm C7 spielen und drohe hier meinerseits. Und das klappt jetzt tatsächlich hier alles aus weißer Perspektive. Ja, wenn der Springer jetzt nach E5 geht, dann kann ich hier einfach Springer G5 spielen. Und habe tatsächlich hier, so lustig das aussieht, keine Probleme. Auf H6 kann ich hier Turm C5 spielen. Greife hier halt den Springer an. Diese Abzüge hier sind halt keine, weil der Springer schlägt halt zurück und deckt den halt wieder. Deswegen klappt das nicht. Ja, und das geht hier tatsächlich alles, obwohl das so merkwürdig aussah, geht das hier taktisch alles auf. Hab hier tatsächlich keine Probleme auf Turm E6. Versucht den so zu stabilisieren, wäre zum Beispiel Springer F6 möglich. Und jetzt würde ich halt so meine Figur wieder gewinnen. Also auch das ist hier alles möglich. Ja, es geht halt alles taktisch irgendwie nicht auf. Aber Turm C7 habe ich hab irgendwie hier dann abgebrochen und habe gedacht, Turm E8 und Gegenspiel, Fesselung da auf der Linie sieht nicht so gut aus. Aber hätte man das taktisch sauber durchgekriegt, wäre das wahrscheinlich die beste Option für Weiß gewesen. Hier hat man doch gute Möglichkeiten, irgendwie auf Gewinn zu spielen. Ja, und wenn Turm E8 hier nicht geht, dann sieht das auch schon ganz gut aus. Weil dann kriegt Weiß jetzt tatsächlich hier nach Turm B2 das, was er gerne möchte. Kriegt jetzt hier weiter die Initiative und kann vielleicht vor allen Dingen mit Springer C5 hier gleich richtig, richtig rumnerven und hat hier gute Möglichkeiten. Wahrscheinlich muss Schwarz irgendwie diesen Bauern einfach abgeben. Vielleicht irgendwie Springer E5 und dann hoffen, dass man hier irgendwie genug irgendwie kriegt. Aber hier ist natürlich klar, dass Weiß jetzt deutlich besser steht. Und das, ja, das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit gewesen, die ich hier hatte. Ich habe stattdessen Springer C5 gespielt. Das gibt halt leider den Vorteil weg, wenn mein Gegner hier optimal spielt. Er hat auf C3 genommen. Das ist die richtige Reaktion. Und jetzt habe ich hier noch einen kleinen Versuch gestartet mit Turm E3 und hatte das Glück, dass er hier voll in die Falle getappt ist. Er hat hier nur einen Zug, den hatte ich gesehen, aber ich konnte halt da nichts mehr machen in Zeiten. Und ich habe halt, wie gesagt, die andere Variante nicht gesehen, dass das Turm B2 doch so gut ist und das Turm E8 kein Problem ist. Und hier nach Dame D2 hat man keine Probleme als Schwarzer, weil man hat den kleinen Trick nach Springer schlägt B7, was den Turm angreift und auch gleichzeitig den Springer hier attackiert, dass man hier den Zwischenzug Springer D4 hat mit Angriff auf die Dame und deswegen kann man sich hier als Weißer nicht an der Qualität bedienen. Und dann, ja, ist das hier alles wahrscheinlich irgendwie in Ordnung. Wahrscheinlich hat Weiß immer noch ein bisschen Vorteil hier. Aber ja, das sollte hier jetzt nicht mehr so viel sein, dass man hier große
Probleme hat als Schwarzer. Aber auch hier müsste man natürlich hier noch deutlich tiefer reingucken, aber das sieht zumindest okay aus. In der Partie geschah stattdessen jetzt hier in beidseitiger Zeitnot halt der Patzer Dame B4. Und nach Dame B4 ist das Ganze hier ziemlich schnell entschieden, weil jetzt hat man nach Springer schlägt B7 das Problem, dass Springer D4 mit Angriff auf die Dame zwar immer noch möglich ist. Das kam jetzt auch in der Partie, gibt auch nicht mehr viel Besseres. Aber jetzt kann ich hier halt die Damen tauschen und gewinne dann hier auf D8 die Qualität. Und dieses Endspiel sollte natürlich technisch gewonnen sein. Hier ist halt die Frage, was macht man jetzt? Völlig neue Stellung, völlig neue Situation, die jetzt hieraus entsteht. Sowas ist immer schwierig. Man muss immer genau aufpassen, dass man hier nichts übersieht, dass man die Stellung richtig einschätzt. Und gerade jetzt hier aus der Zeitnotphase auf die Stellung zu switchen, ist nicht einfach. Man kann hier leicht irgendwie reinfallen und man muss sich hier natürlich jetzt ein Bild machen und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich los? Es gibt so viele Züge, es gibt so viele Optionen. Logisch wäre natürlich hier irgendwie Turm E7 vielleicht zu spielen, mit dem Turm hier irgendwie reinzukommen und zu sagen, ja, jetzt habe ich hier gute Kontrolle auf der siebten Reihe, bin der Gabel aus dem Weg gegangen, kann mich vielleicht hier hinter den Bauern stellen, versucht den irgendwie zu erobern. Alles irgendwie möglich. Ich kannte aber meinen Gegner ja ganz gut und habe hier nach einer direkten Möglichkeit für den K.O.-Schlag gesucht und habe das auch gefunden. Vielleicht sogar der stärkste Zug, aber auf jeden Fall in Zeitnot der giftigste für den Gegnern, und zwar A5. Der Bauer marschiert einfach vorwärts und naja, mit nicht so viel Zeit auf der Uhr, vom Aufschlag lebend, sagen wir mal, spielt der Gegner natürlich ziemlich schnell Springer C2 und sagt, ja, jetzt wunderbar, ich habe ihn. Qualle, ich krieg die Qualle zurück und es ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung, gar nichts ist in Ordnung. Böse, böse Falle hier von mir, denn nach A6 ist dieser Bauer nicht mehr zu stoppen. Das war nämlich genau das, was ich gesehen hatte. Das war hier tatsächlich alles geplant. Gegner nimmt auf E3, ich nehme mit dem Bauern wieder und es gibt keine vernünftige Möglichkeit mehr, diesen Bauern hier zu stoppen. Was soll man hier probieren als Schwarzer? Wir können es uns in diversen Varianten angucken, aber es gibt keine Lösung mehr, hier irgendwie was zu machen. Sagen wir mal, man versucht hier mit dem Turm auf die siebte zu kommen und das irgendwie hier zu blockieren, was ja grundsätzlich erst einmal eine gute Idee wäre. Aber das haut hier nicht hin. Weiß kann hier den hübschen Zwischenzug, ganz wichtig, Turm C1 einbauen, der hier einmal Turm auf die Grundreihe droht. Und sobald Schwarz hier ein Tempo mit verloren hat, kommt jetzt hier Läufer B7. Das droht jetzt hier Durchmarsch des Bauern. Und ja, jetzt kommt Schwarz hat in allen Varianten zu spät. Normalerweise würde er das gerne aufbrechen mit Läufer D5. Hat jetzt aber in der Stellung einfach das Problem, dass ihm hier ein Tempo fehlt, denn jetzt kommt hier der Turm C8 Schach noch dazu und der Bauer ist einfach durch. Deswegen hier das Turm C1 war der kleine feine Zug, den es hier zu finden galt. Wenn man hier halt direkt gespielt hätte, Läufer B7, dann hätte Schwarz hier mit Läufer D5 natürlich noch probieren können, das alles hier zusammenzuhalten. Und hier muss man dann zumindest noch mal gucken, wie man sowas dann technisch gewinnt. Das ist natürlich auch technisch gewonnen. Also auch die Stellung wäre hier technisch gewonnen für Weiß, aber das ist natürlich doch etwas komplizierter und kann dann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Man würde hier den Bauern auf B4 einfach gewinnen können. Der kann hier nicht entkommen in der Konstellation. Läufer C8 ganz wichtig, mit der Idee, entweder Läufer E6 den zu decken oder halt hier den H3 zu holen, scheitert halt an Turm B8. Das klappt halt nicht. Und dementsprechend fällt der Bauer halt hier auf B3 und das ist dann eine Endspielkonstellation, die zumindest theoretisch gewonnen ist, wobei das sicherlich auch praktische Schwierigkeiten noch mit sich gebracht hätte. Aber wie gesagt, die viel, viel genauere Lösung hier
ist hier halt den Zug Turm C1 mit dieser Drohung einzuschieben und das gewinnt dann einfach an Tempo und somit gewinnt man auch hier auf der Stelle. Ja, ansonsten gibt es hier, glaube ich, keine Verteidigungszüge, keine Verteidigungsideen. Mein Gegner wollte ja seinen eigenen Bauern irgendwie durchbringen, aber das klappt halt nicht. Denn hier habe ich auch Läufer A2, Läufer E4 und der Läufer kommt zurück und der Bauer ist gestoppt. Und in der Partie geschah stattdessen Läufer G6 mit der Idee, von hier zu kommen und den zu decken. Allerdings ist auch hier nach E4 das Ganze rum, denn ganz wichtig, der Läufer deckt halt diesen Bauern. Ne? Wäre der Läufer nicht da, würde der Läufer irgendwo anders stehen, hätte Schwarz die Option natürlich, Läufer schlägt E4 und würde halt trotzdem diesen Bauern durchbringen, ne? Denn der Turm kann ja nicht schlagen. Aber zum Glück ist der Läufer da und könnte hier natürlich nehmen. Und so klappt das Ganze nicht. Und deswegen gab mein Gegner hier nach E4 die Partie auch auf. Ja, ich fand, das war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr spannende Partie. Königsindischer Angriff mal in einer anderen Form. Weiß hatte hier ganz klar mit dem Isolani immer den Vorteil, hatte immer die Sache auf seinen Seiten und sah hier kontinuierlich gut aus. Aber ist mal eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht diese Eröffnung zu spielen, vielleicht durch eine andere Zugfolge den Gegner mal aus dem Tritt zu bringen. Das ist vielleicht vor allen Dingen was, wenn die Gegner bei euch schon mittlerweile wissen, dass ihr königsindischen Angriff spielt, immer so bestimmte Sachen, immer bestimmte Zugfolgen, ist das vielleicht mal eine Möglichkeit, den Gegner so ein bisschen aus dem Trott zu bringen und nicht so eine Standardvorbereitung für den Gegner hier zuzulassen, einfach mal was anderes an der Stelle zu machen. Ist eine Option, die ich sicherlich hier und da auch mal wieder nutzen werde, gerade wenn es jetzt wirklich mal wieder normaler wird, aktiver wird, man ganz normal irgendwie Turniere irgendwann mal spielen kann, sich alles in der Hinsicht mal wieder normalisiert. Denn ja, dass ich königliche Angriff spiele, ist natürlich vielen Leuten bekannt und vielleicht wird auch jemand irgendwann dann mal, wenn es wieder zu normalen Turnieren kommt, hier auf den Kanal stoßen und hier dann auch gucken. Von daher muss ich natürlich aufpassen, dass ich da jetzt besonders flexibel bleibe, wenn es dann mal wieder losgeht. Und da ist das hier vielleicht mal eine nette Abwechslung, hier mal was zu machen. Ja, also Start als CM hier durchaus erfolgreich. Erste Partie erstmal direkt für sich entschieden, hat jede Menge Spaß gemacht. Und hier muss ich noch was ganz Wichtiges für euch loswerden, hier zum Start vom neuen Jahr. Ganz viele von euch schauen meine Videos, aber ganz viele von euch haben auch den Kanal noch nicht abonniert. Das solltet ihr jetzt an dieser Stelle unbedingt tun. Hier ist der Button, ne? Denkt daran, Kanal zu abonnieren, die Glocke zu läuten, damit ihr wirklich alles mitkriegt. Und dann gucken wir uns dieses spannende Jahr zusammen an, mal gucken, was es schachlich so bringt. Und ja. Dann wünsche ich euch soweit erstmal einen guten Start ins neue Jahr und dann legen wir hier gemeinsam los. Bis dahin, euer Sascha.